Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Traveler's Rest. So, guten Morgen. Na? Ja, genau. Oh, schön leuchtet alles. So, habe ich da oben eigentlich... Nee, da hatte ich keine Kiste. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach meinen 25 Kerzen, die ich angeblich habe. Aber hier sind eigentlich so viele abgebrochen. Vielleicht sind das wirklich die? Ich weiß auch nicht. So, dann lass uns mal hier schnell die letzte Kerze hier einfach hinpacken. Und dann, ja, machen wir mal das Reifefass unten hin, holen uns das Fass von außen, tun das da auch noch mit hin und dann schauen wir mal. Oh, Kira, warte mal schnell, da hast du was vergessen, guck mal. Da können wir, ja, nochmal schnell. So, sorry, ne, dass ich gestern dann so abrupt aufgehört habe. Das war dann halt einfach mir irgendwie schon wichtig, dass wir den besonderen Gast heute mitnehmen. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, bevor ich jetzt dann noch lange rumtue, machen wir das lieber ein bisschen ordentlich und schnell und dann, ja. So, guck mal, Quark können wir immer herstellen. Da haben wir hier noch die Kuhmilch, das ist okay. So, haben wir hier genug? Ja, Mehl. Ach, siehst du, Brot wollte ich nochmal herstellen, weil ich ja... für die Schweine das Futter dann einfach nochmal herstellen möchte, ne? Und dann gucken wir mal, was haben wir denn? Machen wir nochmal so einen Getreidebrei. Wir haben viele Roggen. Dann haben wir... Machen wir mal wieder einen süßen, oder? Blaubeer und Banane passt eigentlich super. Also den esse ich auch immer voll gerne. Halt, stopp. Die müssen wir schon auch noch mitmachen. Weil was wir haben, das haben wir, ne? Dunkel und normal. So. Jetzt schauen wir runter. Jetzt haben wir nämlich auch genug zum Austauschen. So, dann können wir das da hinstellen und dann die Fässer. Genau. Perfekt. Dann wäre das jetzt nämlich auch schon erledigt. Die sind alle grün. Das ist super. Genau. Guck mal, 5 Stück brauchen wir. Dann nehmen wir das da noch mit. Den Porter. Weil wir davon so viel haben. Und das Braunbier, ne? Weil das ist sowieso die Woche. Ach, nee, Schwarzbier, nicht Starkbier. Schwarzbier. So, schauen wir mal. Und dann können wir nämlich das hier alles reinmachen. Das kann dann da in Ruhe reifen. Jetzt wäre natürlich interessant... Die hier brauchen, glaube ich, gar nicht mehr so lange. Dann wären die beiden sogar schon lila. Ich glaube, lila ist tatsächlich ausgereift. Ja, das wäre natürlich richtig großartig, ne? Da ist noch ein bisschen. Da müssten wir dann noch weitermachen. Gut. Käseplatte Fondue. Das muss ich bloß mal kurz, wie immer halt, ne? Ein bisschen sortieren. Dann... Ach, guck mal, da haben wir noch Tee und da haben wir noch das da. Da wäre vielleicht schlau, wenn wir einfach den Tee nochmal herstellen. Oder auch nicht. Weiß ich gerade gar nicht, ob das schlau wäre oder nicht. So, guck mal, da ist noch die Melasse. Na, schau, so schaut es doch gut aus. Genau. Und dann könnten wir 27, 30 passen immer rein, ne? Ja, muss man dann halt immer zweimal herstellen oder sowas, ne? Aber grundsätzlich könnten wir die hier noch auffüllen. Hier ist erstmal noch genug da. So, na schau. Schau einer, guck. Das sieht doch jetzt schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Damit können wir doch arbeiten, würde ich sagen. Gut, dann lassen wir das hier noch ein bisschen. Ich denke... Dauert nicht mehr ewig lang, vielleicht noch einen halben Tag oder was. Dann funktioniert es. Dann schauen wir mal schnell raus und holen... Ich hoffe, ich habe Kerzen bestellt. Ja, perfekt. Genau, Kirschbaum. Das wollte ich bestellen. Dann gucken wir auch gleich nach den Quests heute. Double India Pale Melone und Doppelhopfen. Das kann sich doch wieder kein Schwein merken. Also keine Kira eigentlich, ne? Undos Momentos. Das schreiben wir uns wie immer auf. Kebab mit Fleisch.
Doppelhopfen Pale Ale, PA Doppelhopfen und Dipper mit Melone. Genau. So, dann habe ich das nämlich aufgeschrieben. Okay, das war viel Wasser. Das war viel Wasser. Jetzt nehmen wir uns die Steine schon mal mit. Hallo? Na, schau, da sind schon wieder zwei Bäume nachgewachsen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich will erst die Taverne aufmachen. Und dann gehe ich dann nochmal raus und farm den Rest. Ne? Ich gucke jetzt bloß einmal schnell durch, was wir so... Ja, guck, ne, genau, dass wir das Erntezeug mitnehmen können. Und dann kann ich nämlich eventuell auch gleich hier einen Kirschbaum hinsetzen. Ja. So. Ist jetzt nicht das Schönste gewesen, aber es kostet mich jetzt auch nicht die Welt. Ach, gucke mal, das auch. Aber die sind noch nicht fertig. Nein. Also die Chilis sind alle fertig, ne? Aber die sind halt alle drei. Blöd. Hast du nicht so gut angerichtet, ne? Die Tomaten, die sind auch noch. Aber ich glaube, hier passt kein Kirschbaum hin. Nee. Guck dir das an. Aber ich glaube, hier darf ich nicht, ne? Nee, da darf ich nicht. Da darf ich nicht. Nein. Okay, macht nichts. So, dann holen wir uns mal schnell... Da ist es fast, genau. So, Essensreste? Nein, auf gar keinen Fall, aus den guten Sachen. Dann lassen wir noch schnell unsere Viechers raus. Kann ich noch mal was mitnehmen? So. Guten Tag, Milch, sehr schön. Naja, wenn so viele Viecher saufen, ne, dann, jo. Braucht man schon eine Menge. So, sehr schön, ihr zwei. Das ist doch perfekt. So, dann könnt ihr ein bisschen rausgehen. Hier machen wir zu. Dann stellen wir das Fass hin, ne? Und dann machen wir das ganze Licht. Und dann machen wir die Taverne auf. Und dann kann sich der besondere Gast den ganzen Tag... Guck mal, wir könnten das auch so machen. Ups. Wein, Met. Genau, und ja gut, dann halt. Wasser. Da ist auch noch eigentlich einigermaßen alles drinnen. Hier kann das noch mit dazu. Habe ich, nee, das ist ein Gemüse-Shish-Kebab. Okay. So, habe ich jetzt alles, bis auf die Kerzen. Die Kerzen machen wir jetzt noch. So, dann gehen wir mal rumgucken. Hallo, braucht jemand Kerzen? Na, hier zwischendurch werden wir Kerzen aufstellen müssen, aber jetzt grundsätzlich ist das erstmal genug, ne? Gut, dann ja, können wir aufmachen. Und gleichzeitig... Pale Ale. Gott sei Dank haben wir noch eine Dipperwürze, ne? Dunkel 1. Das ist alles noch da. Das ist schön. Dann machen wir Braunbier. So. Also, wir brauchen ein Pale Ale mit Doppelhopfen. habe ich... Warte mal. Wir gucken mal schnell. Weil hatte ich nicht noch... Ah, weiß ich nicht. Nee, okay, ist wurscht. Pale Ale, Doppelhopfen, Melone, Mango und Erdbeere. Weil der, da waren jetzt bloß noch die Einser und dann, ne. So. Und dann ein Dipper mit Melone. Ganz wichtig. Und dann machen wir einfach noch eine Zitrone und einen Hopfen. Cool. Ach, und weißt du was, das machen wir gleich zweimal. Dann, Pale Ale, ich hoffe, ich habe jetzt fertig gemacht. Was war jetzt? Melone, Limette und Doppelhopfen. Melone, Limette, Aromahopfen habe ich.
Genau. Dann kann man die restlichen nämlich stacken, ne? So, und da... Das ist Pale Ale Würze. Sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch. So, und dann brauchen wir einmal einen Kebab mit Fleisch. Dann nehmen wir hier ein Hühnchen. Zwiebeln. Und was kommt da noch rein? Salat eigentlich, ne? Obwohl das hier auf so einem Dingsbums nicht so schön ausschaut. Dann machen wir lieber Paprika. Ich glaube, das ist sowas ganz Typisches. Hühnchen, Zwiebeln und Paprika. Ja, dann kann man das einfach, die restlichen kann man dann stacken. Das hilft ganz gut. So. Jetzt räumen wir mal schnell das Zeug hier weg. Sonst ist das noch 300 Tage drinnen. Muss der reifen? Nee, der muss nicht reifen. Die sind alle gereift. Okay. Das kann man da reinmachen. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Das kann da mit rein. Die... Nein. Genau. So. Nee, Käsekulturen eigentlich nicht, ne? Das gucke ich nochmal durch. Das sieht doch aber ganz gut aus. Bechamelsoße, das machen wir mal nicht hier rein. Schon ein bisschen komisch, ne? Bierhefe, Lagerhefe, Weinhefe, Brennereihefe, das ist alles in Ordnung. Das passt alles. So. Dann können wir hier das Zeug alles reinmachen. Fällt euch was auf, was gerade so ganz wenig ist? Na gut, Karotten, die habe ich aber angepflanzt, ne? Aber grundsätzlich ja Bananen, die Obstbäume, ne? Vielleicht sollte man dann doch nochmal so eine Plantage machen. Tomaten, Paprika, ja, das geht halt noch, ne? Kohl, die nutze ich halt doch nicht ganz so oft. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. So, Zucker, die Bechamelsoßen, Danonisch. Na, guck mal, ich habe die Kartoffeln vergessen. Aber das sieht doch gut aus. Und die Eier? Ja. Ich glaube, ich habe da vorne auch nochmal Eier drinnen, aber das ist in Ordnung. So, Brot. Ich bräuchte für die Essensreste. Nochmal 40. Dann können wir das nämlich da. Ach, guck mal hier. Wir könnten hier das da nehmen. Dann hätten wir das weg. So. Das war da. Das kommt dahin. Gut. Na, schau. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der besondere Gast kommt. Dass wir da auf alle Fälle ein paar mehr Punkte bekommen. So, dann wollten wir jetzt hier aus den Essensresten genau das da machen. Sehr schön. Bretter, genau. Das war's, was wir noch machen wollten. Dann kümmern wir uns jetzt noch mal so ein bisschen um die Ressourcen. Ja, wir sammeln ein bisschen was ein. Ich habe nämlich gelesen, die Ställe aufzuwerten braucht schon wieder ein bisschen was an Mörtel. Und nicht nur Mörtel, allmächtig sag's euch, ne, was da eigentlich gebraucht wird an Nee, das ist noch nicht fertig, Kira. An Gold. 35 Gold nur für den Hühnerstall zum Aufwerten. Also das ist fast schon richtig viel, ne? Also da... Hui, werden wir noch ein bisschen arbeiten lassen müssen. Ja, bevor wir das umsetzen können. Und von daher, ja, da schauen wir mal. Und dann, ja... Ne, Stelle upgraden ist schon eine harte Nuss. So. Dann gehen wir erst oben rum. Hoffentlich ist der die Türsteherin gerade da. Klingt gerade nicht so. Klingt, als ob die Pause macht. Aber wurscht. Das muss ich jetzt einfach ignorieren. Die kriegen das schon hin. Warum? Das hat mir jetzt aber nicht gefallen, das Geräusch. Und es wird ruhig. Das gefällt mir immer noch nicht.
Okay, jetzt ist wieder normal. Was war da jetzt los? Wir werden es nie herausfinden. Aber ist nicht schlimm. Ist okay. Damit kann ich leben. So, dann... Vielleicht ist ein Truthahn unterwegs. Da können wir gleich mal gucken. Zack. Ja, und dann wäre eben halt wirklich so eine Baumplantage nochmal gar nicht so schlecht, ne? Also... Weil du dann ja doch häufig das Obst von den Bäumen mit benutzt. Und Banane, Birne, das, also ich glaube, Birne haben wir angepflanzt, ne? Das braucht halt immer alles so lange. Man kann es zwar auch zweimal abernten, aber es ist trotzdem nicht ganz so viel. Also, das, ja. Da werden wir wohl nochmal ein paar Bäume pflanzen müssen. Vor allen Dingen ist es dann, glaube ich, auch schöner, wenn wir dann über der Taverne dann so eher das ganze Gemüse anpflanzen und vielleicht unten um diesen einen großen Kohlefelsen, dass wir da eben halt eher die ganzen Bäume und sowas anpflanzen. Das wäre vielleicht eine ganz sinnvolle Investition. Also zeitlich, ne? Also grundsätzlich glaube ich ja nach wie vor, dass wir im Herbst sind, aber ich glaube, es ist trotzdem der Sommer. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ich weiß halt nicht, was im Winter passiert. Also das kann ich halt einfach noch nicht abschätzen. Da, ja, keinen blassen Schimmer. Da. Ich muss auch so ein bisschen sagen, was haltet ihr davon? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man das vorher wirklich ankündigen sollte oder nicht, aber ich bin ja immer für Transparenz. Wie ist denn das grundsätzlich? Schaut ihr halt doch noch relativ viel oder sagt ihr, ach naja, Kira, jetzt das wiederholt sich alles so ein bisschen, ne? Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das Let's Play von Traveler's Rest ein bisschen einkürze im Sinne von, dass wir halt wirklich nicht mehr jeden Tag spielen, weil grundsätzlich, es gibt ein paar besondere Tage, ne, wo du eben halt, ne, so ein besonderer Gast oder keine Ahnung, aber wir machen ja doch recht viel gleich. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, ich möchte mir aber gerne mit euch zusammen den Herbst und den Winter schon nochmal anschauen. Aber jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder was, oder dreimal die Woche, sagen wir dreimal die Woche, euch ein Video zu zeigen, wo man doch grundsätzlich immer das Gleiche macht, kann ich mir vorstellen, dass das auf Dauer Fahrt wird. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen hin und her überlegt, ob man nicht eventuell sagt, dass ich für mich so ein bisschen diesen Spielstand weiterspiele und einmal die Woche halt eine Folge aufnehme, was so passiert ist. Und ja, dann halt voranschreite. Ich meine, wir haben jetzt heute den, ich habe keine Ahnung welchen Tag, sagt er mir gerade halt nett. Ja. Dass, ja, es so ein bisschen ein gemischtes wird, ne? Dass ich immer mal so einen 3-4 Tage spiele, einen Tag euch zeige in der Woche, ne? Das ist halt einfach so ein, keine Ahnung, ich sag jetzt mal so einen Samstagabendspot werden würde oder sowas, ja, so Primetime-mäßig. Ich meine, es ist halt nur Traveler's Rest. So krass geil ist das Spiel dann doch nicht. Was man ist dann so sonntags 2015, weißt du, so diese Primetime mega krassen guten Filme auf Free TV. Ja, so besonders ist Traveler's Rest meiner Meinung nach nicht. Es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß, aber es wiederholt sich halt alles so viel, ne? Das ist auch der Grund, warum ich Stardew Valley nicht mehr bringe oder was, ja, weil du das Gefühl hast, oh, es wiederholt sich. Ja, naja, und jedenfalls habe ich dann jetzt überlegt, ob wir einfach sagen, ne, ich spiele mal 3-4 Tage und zeige euch dann wieder einen Tag und so als zusätzliches Let's Play dann sozusagen, ja, ne, dass wir dann eben halt den 17 Uhr Platz von den Tagen halt neu besetzen. Dafür würde ich tatsächlich auch eine Umfrage machen, worauf ihr im Moment mehr Lust hättet. Also ich habe da so 2-3 Spiele im Kopf. Genau, so dass ich euch trotzdem dann den Herbst und den Winter ein bisschen zeigen kann.
aber nicht so intensiv, dass man halt wirklich Tag für Tag spielt. Ne? Also ich habe ja zwischendurch immer mal so ein, zwei Tage, na einen Tag, wo ich Ressourcen sammle und sowas. Ne? Und jetzt würde ich das eben halt schon so machen, dass man eben halt sagt, okay gut, man spielt halt eben bloß zwei Tage in der Woche, also in der Traveler's Rest Woche. Und die kann man dann zeigen oder sowas. Oder man spielt immer mittwochs oder sowas, weißt du? Ich meine, können wir ja gucken. Oh, jetzt wird's kalt, ne? Oder auch nicht. Was ist denn los hier? Also ich meine, 400, das heißt, der besondere Gast ist auf alle Fälle da. Ich weiß gar nicht, warum der hier nicht mehr arbeitet, ne? Das verstehe ich nicht. Da kommt mein Hausmeister ja gar nicht hinterher. Das ist ja blöd. Sehr seltsam. Wo ist denn unser besonderer Gast? Ach, da. Na, du guckst ja großartig. Oh ja, das würde ich auch bei dem Tisch. Hallo, guten Tag. Oh, Mist. Ich bin einer Gruppe Banditen geraten. Ach so, ja, gut. Oh, hier ist nichts mehr drinnen. Das ist schlecht. Hier ist auch nichts mehr drinnen. Oh, ich habe auch nichts mehr. Oh nein. So, die 10 Brot behalte ich mir mal. Wir gehen mal schnell in den Keller und gucken mal, dass wir ein bisschen Alkohol... Oh, es geht tatsächlich noch weiter, ne? Es ist noch nicht komplett ausgereift. Wir nehmen jetzt mal eins raus und packen ein neues dazu. Und hier, dann nehmen wir zumindest ein Junger rum. Roggenbierjung. Okay. Echt. Die sind halt fast fertig. Die sind halt gerade erst blau geworden. Deswegen würde ich jetzt die auch tatsächlich benutzen, weil sonst haben wir irgendwann nichts mehr. Ja, Gott. So. Das da und das da. Ne? Oh Gott, das ist auch alle. Na gut, dass wir das jetzt mitgenommen haben, ne? Das ist auch alle. Das ist auch fast alle. Oh, da müssen wir doch noch mal ein bisschen mehr austauschen. Dann müssen wir noch zweimal austauschen. Hilft nichts, ne? Dann nehmen wir den damit. So, gucke mal. Den haben wir gerade erst rein. Der ist halt gerade erst lila geworden. Dann machen wir den jetzt raus und packen das da rein. Die habe ich gerade erst rein. Die sind halt fast fertig, also fast auf der nächsten Stufe. Und die brauchen insgesamt eh noch ein bisschen. Also da, ja, warten wir doch lieber noch ein bisschen ab. Dann können wir das da wieder reinmachen. Und die hier müssen wir noch nachordern, damit sich das dann noch lohnt, sie in die Reifefässer zu tun. Ne? So, gucke mal. Da kannst du jetzt das haben. Ja, das passt schon so. Ist gut. Das ist gut. Jetzt brauchen wir noch das Bier. Ah, schön, das ist hier alles fertig geworden. Boah, schon wieder 10:30, ne? Krass. Also manchmal ist das Gefühl, irgendwie, dass das so gar nicht... Ja, dass das irgendwie gar nicht so vergeht und dann plötzlich, ne? Eine Quiche haben wir nicht mehr. Käse. Käse, Mozzarella. Nee, warte, wir nehmen den guten hier. Guck mal, nehmen wir nochmal einen Emmentaler. Eine Quiche. Okay, dann mit Thymian. Und eine Quiche mit eine Kürbis-Emmentaler-Quiche. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Und dann nehmen wir nochmal 35. Cheeseburger, Hamburger, Fondue. Genau, ich meine, das ist ja das Schöne. Du siehst ja, was hier... Kuchen haben wir noch. Suppen. Spaghetti Bolognese. Da haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. So. Genau.
Väter haben wir keine mehr. Dann machen wir einen Väter. So, was haben wir jetzt hier? Roséwein. Kann ich den machen? Ja, perfekt. Mango, Erdbeer, Honig. Mango, Erdbeer, Honig. So. Dann halt das da. Amberbier mit Honig, Doppellimette. Honig, Doppellimette. Honig. Scheibenkleister, Doppel und Limette. Ich guck nochmal, es tut mir leid. Amber, ich habe jetzt zu lange das gesucht. Ja, Honig, Doppel, Limette. Honig, Doppel, Limette. Und dann ein Braunbier mit Zitrone, Bitter und Orange. Zitrone, Bitter und Orange. Ja, aber die stecken sonst nicht, ne? Wenn es nicht genau gleich ist, dann wollen die nicht. So, jetzt können wir da gleich nochmal... Ach, einen Tee könnten wir nochmal machen. So. Hätten wir den Getreidebrei nicht eigentlich... Nee, Kebab, Fleischkebab, okay. Genau, das passt. So, da ist jetzt tatsächlich auch leer. Dann können wir hier den Tee reinmachen. Hier haben wir das Wasser drinnen und hier können wir den Rum reinmachen. Na, schau. Sehr gut. So, 23.30 Uhr. Wir müssen jetzt zumachen. Hilft ja nix, hilft ja nix. Hä? Ach so. Bup, 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 bup. Supi. Da haben wir die Tiere reingeholt. Das ist super. Dann machen wir hier nochmal Essensreste aus dem Brot. Das ist auch gut. Hier können wir noch mal ein bisschen davon machen. Okay, super. Dann haben wir doch heute wieder so ein bisschen was geschafft. Juhu, und Level 16 erreicht. Mega gut. Genau. Also ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, dass wir sagen, okay, ich zeige euch halt bloß immer mal so ein paar Tage. Und, also ich spiele immer, ne, also wir haben jetzt tatsächlich Sommer, ne, eine Woche habe ich jetzt noch, ne, und dann geht es halt in den nächsten Monat rein. Ne, was haltet ihr davon? Okay, wir haben heute, für euch ist heute Donnerstag, dann spiele ich jetzt einfach die Folge vom Samstag noch, also den 22. Und danach spielen wir zum Beispiel, weiß ich nicht, immer Mittwoch und Sonntag die Tage oder sowas. Ja, und dann gibt es halt am Wochenende immer zusätzlich zu den normalen Let's Plays, wenn ich es zeitlich irgendwie unterbringe. Ich bin schon der Meinung, das schaffe ich, solange der junge Mann in meinem Bauch nichts dagegen hat. Und dann zeige ich euch immer, weiß ich nicht, Mittwochs und Samstags, Sonntags, ne? Und bis wir dann eben halt Halloween zum Beispiel als Special oder sowas, ne? Oder Weihnachten oder sowas, da soll es ja ein paar Sachen geben. Lass den in Ruhe. Lass den in Ruhe. Das Vögelchen. Ja. Ne, also da könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann eigentlich auch reicht. Ja. Genau. Bin einfach mal auf eure Meinung gespannt. Ihr könnt ja schreiben. Bitte, bitte. Danke, danke. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt schön gesund und munter. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.